Hallo, in dem Take zeige ich nur kurz, wie man Räuberei erkennt. Bevor ich jetzt die Räuberei hier nochmal genauer zeige und erkläre, gehen wir einfach mal kurz erstmal zu einem Volk, wo der Referenzwert ist, wo alles okay ist. Und zack, gehen wir da mal rum. Schöne Blüten hier, Schneebeeren. Habt ihr schon bis zu viermal im Jahr blühen sehen? Das ist verrücktes Zeug. Eine mega Bienennahrung. So, hier ist unser Referenzwert. Wir sehen ganz klar Flugloch. Alles cool. Die Bienen machen Punktlandung. Sie fliegen rein, sie fliegen raus. Wenn sie mit Pollen beladen sind, dann können sie auch mal taumeln. Aber sie sind doch sehr zielgerichtet. Biene rein, Biene raus. Alles cool. Man sieht Bienen, die am Flugloch alles schön sauber halten. Die packen Propolis drauf, Propolismatten und putzen beständig. Ja, das sieht echt cool aus. Und die Bienen landen. Punktlandung. Jetzt mal zur Seite, dann kommt nochmal so ein Schwarm, der hinter mir war. Und zack. Ja, nochmal. Und zack. So, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt normal. Die Bienen fliegen rein, sie fliegen raus. Sie wissen ganz genau, wo ihr Flugloch ist. Und hin und wieder kann man jetzt bei dem Volk nicht sehen. Fliegen halt hauptsächlich im Spätjahr, wenn die Nahrung knapp wird draußen, die Bienen außen rum. Und ja, wenn man sich mal die Frage stellt, warum fliegt meine Biene um das Volk, da gibt es halt nur eine richtige Antwort. Das ist nicht die Biene von dem Volk. Das ist eine Räuberbiene. Da ist ja dann noch keine Räuberei, aber ja, das sind die Anfänge, das sind einfach Suchtrupps, also sprich Räuber, die auf der Suche nach Honig sind. Und wenn die was finden, holen sie ihre Kollegen und dann geht die Räuberei erst so richtig los. Die fliegen um die Völker, eben um zu patrouillieren, checken mitunter ab den Pheromonhaushalt, ob das Volk sozusagen ready ist für die Invasion. Wenn es ein starkes Bienenvolk ist, dann räubern die natürlich da erstmal nicht. Es sei denn, man schleudert Honig im Garten und reizt eben die Räuberei komplett aus. Oder die Völker zu lange offen. Also das war unser Referenzwert. Ziemlich cool, schön zu beobachten. Alles gemütlich. Bienen machen Punktlandung, weil sie wissen, wo ihr Flugloch ist. So, wir gehen jetzt wieder zur Räuberei zurück. Lecker Brombeeren. Schön. Ein paar Aronia-Bären. Und zur Räuberei zurück. Das ist natürlich erst der Anfang der Räuberei. Aber schon die Anfänge sind schlimm genug. Wird durch Nahrungsmangel ausgelöst. Das Bienenvolk war jetzt hier noch nicht mal ein paar Minuten offen. Ich habe nur die Königin reingesetzt und für euch das Video gedreht von der Annahme der Königin. Und zack, haben wir die Räuberei danach. Wer sowas hat, der kann nicht weiterarbeiten an seinen Bienen. Die Arbeit muss sofort beendet werden. Es gehört alles abgewascht. Da darf kein einziger Klecks von Nektar, Honig irgendwie außen rumsiffen. Der Duft ist schon schlimm genug, weil auch der lockt halt massiv die Räuber an. Bei dem Volk muss man jetzt natürlich sagen, dass die Verteidigungslinie ganz klar hinten dran ist. Man müsste jetzt die Kamera von der Rückseite zum Flugloch richten, um das zu sehen, wie dann die Wächter innen drin die Fremdbienen verteidigen. Am Flugverhalten kann man das schon sehen, dass da einfach Bienen reinmarschieren, die nicht diesem Volk angehören. Das sind alles die, wo da wir außen rumfliegen und patrouillieren, insbesondere die, wenn man die Flugbahn verfolgt, die sozusagen hinter der Kiste da mehrmals rumtuckern und dann irgendwie vom Flugloch links, rechts, erstmal pendeln, suchen, manchmal auch die Zunge raus, beziehungsweise sehr oft die Zunge raus und dann gehen die rein. Wenn das Volk innen drin eine aktive Verteidigungslinie macht, dann macht kurz und dann kommt wieder eine rausgeschossen, nämlich eine Räuberin, die abgeblockiert worden ist und wenn das Volk halt schwach ist, ja, dann wird es halt leer geräumt, dann sind die Bienen ja einfach Arschlöcher, also die fressen andere Bienen platt. Ne? Aus Futtermangel wird einfach geraubt.
Und die überfallen regelrecht dann die schwachen Bienenvölker. In der freien Natur ist sowas nicht, also nicht in der Form machbar. Das ist menschengemacht. Ja. Fehlende Blüten, Nahrungsmangel, zu viele Völker zentriert auf einem Fleck und dann soll, wenn ich so sag, halt eine Menge dumme Idioten, die mit Bienen arbeiten. Zum Beispiel, die dann Räuberei haben und das nicht wahrnehmen und einfach weiterarbeiten. Und dann kommen natürlich immer mehr Räuber. Für mich als Berufsimker ist, wenn ich so ein Verhalten der Bienen sehe, die Arbeit gestoppt. Leider, ich muss sie abbrechen, kann am nächsten Tag wieder kommen oder zumindest mal ein paar Stunden pausieren lassen. Ich zeige das hier nochmal. Jede Biene, die hier nicht im Flugloch rein rausfliegt, sondern um die Völker außen rumfliegt, patrouilliert, das sind die Räuberbienen. Und bitte, 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 wenn ihr das hier seht bei euren Bienen, die Arbeit abbrechen und den Bienenstand richtig schön sauber machen. Auf jeden Klecks achten. Natürlich ist es am besten, so zu arbeiten, dass erst gar keine Kleckse entstehen. Ich habe nicht umsonst immer den Wassereimer neben mir. Das war der Traktor. Hier kann man nochmal schön sehen, wie die Bienen versuchen, das Flugloch mit den Wächtern zu umgehen und dann direkt ins Nestinnere zu kommen. Wenn ich jetzt ein Loch bohren würde, würden da die Wächter natürlich dann später auch sitzen. Aber in der ersten Phase, wenn die Wächter es noch gar nicht mitkriegen, dass da ein Loch ist, dann zack, gehen erstmal die Räuberbienen durch. Ja, Wahnsinn, die kommen ja noch nicht mal durch das Loch hier durch und versuchen es trotzdem. Einfach nur, weil es da raus riecht. Wie gesagt, das sind die Anfänge der Räuberei. Und wenn man bei so einem Verhalten von Bienen schon Schluss machen muss, dann kann man sich, glaube ich, die Konsequenzen vorstellen, was passiert, wenn man nicht Schluss macht und dieses Verhalten immer intensiver wird, später dann in Kämpfen der Bienen vorm Flugloch landet. Wie gesagt, die Völker massakrieren sich gegenseitig, die schwächsten Völker werden pro Stand als erstes ausgeräumt. Wir haben hier eine Menge Krankheitsübertragung drin und mitunter vielleicht auch eine Honigverstreckung, weil ich halte es nicht für ausgeschlossen. Das ist mir auch mal vor 2 Jahren passiert, da hat ein Hobbyimker neben mir ja, Zucker in die Völker reingekippt. Da ist dem wohl seine Futterkiste oben geleakt, also war ein Loch drin und das Zucker ist heißt, ihm literweise hier aus dem Flugloch rausgelaufen. Ich kann verdammt froh sein, dass ich in der Zeit auch schon die Völker winterfertig hatte. Wenn ich da noch Honig drin gehabt hätte, hätte ich die Zuckerverstreckung gehabt. Die Lösung ist tatsächlich Imkerschein bewusst. Imkern mit Fachwissen an die Völker rangehen. In Räuberei ist es Abbruch. Und was die Allgemeinheit angeht, ja, die Natur ist halt am Sack. Wir brauchen einfach viel mehr Bienenweide. Hier habe ich ja schon angefangen mit diesen Hochbeeten. Das ist jetzt dieses Jahr neu gemacht. Da wird es im nächsten Jahr dann richtig schön blühen.